Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, meine lieben Freunde, nochmal frohe Weihnachten, weil es ist ja immer noch der zweite Weihnachtstag. Und ich habe einen Cut gesetzt. Hatte eigentlich den folgenden Grund, weil ich gehofft habe, dass ich noch irgendwie was finde, etwas richtig Spaßiges, was auch zu Weihnachten passt. Aber leider habe ich nichts weiter gefunden. Entweder ich bin nur blind oder da gibt es wirklich nichts. Es schneit momentan und es ist dunkel. Was ist denn das da hinten? Ah, das ist ein Rentier immer noch. Okay. Ich lasse es hier jetzt mal nachts, weil es ja auch gerade schneit. Und ja, werden wir jetzt ganz normal weitermachen. Wie gesagt, ich habe leider nichts gefunden, wo wir noch irgendwie was machen könnten. Ich hatte nach einer Mod gesucht, wo man auf ein Rentier reiten kann. Also so wie ein Weihnachtsmann mit einem Schlitten so durch die Lüfte. Aber leider gibt es sowas nicht. Da hatte ich eine Mod gefunden mit so einem Schlittenwagen, dass man mit diesem Boden fahren kann, aber es ist leider nicht für die jetzige Minecraft-Version, die ich hier habe. Leider. Und von daher müssen wir wohl dann hier jetzt durch. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Im letzten Part haben wir ja noch so eine schöne leckere heiße Schokolade hergestellt. Und ja, mit dem Dach sind wir jetzt ja übrigens fertig. Und da fehlt ja jetzt nur noch die Einrichtung. Eine Spinne ist auf der Terrasse. Das finde ich aber nicht so schön. Aber ich muss hier weg, ich muss hier weg. Hier sind auch zwei Creeper. Dann lege ich mich doch nicht da mit an. Genau. So, wir haben ja immer noch unser schöner Pelzmantel vom Weihnachtsmann. Genau. So. Von den restlichen Steinen und so, das kann ich ja hier alles reintun. Habe ich hier sonst noch irgendwo was drin? Da habe ich noch Stein, noch Stein und nochmal Stein. Gut, dann rein damit. Ja, jetzt ist die Frage, womit machen wir weiter? Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Es ist momentan dunkel draußen und ich will nicht ins Bett gehen, aber ich will auch nicht rausgehen. Schau mal hier oben, weil hier oben bin ich so ein bisschen sicherer, wenn ich hier Fenster aufmache. Ah, schneit trotzdem sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ja, hier müssen wir ja auch noch alles ausbauen. Das ist, hier gibt es ja noch viel zu tun. Das ist ja. Da ist unser Elf. Noch ein Rentier. Ein Schaf dort hinten, unser Bambus, unser Tropenbaum, da ganz in der Ecke unser Weihnachtsbaum. Und übrigens, ich nehme diese Folge jetzt an Heiligabend auf. Also doch, hab zwar im letzten Part am Ende gesagt, ist ein kurzer Cut, nur weil ich nichts gefunden habe, habe ich dann doch nicht mehr aufgenommen. Und ich bin mal gespannt, ob hier jetzt was passiert oder was hier überhaupt jetzt passiert, wenn ich hier drauf drücke. Today is Christmas. Yay! Okay, gut zu wissen. Und sonst passiert ja, glaube ich, leider weiter nichts. Kann ich hier nochmal Wintercraft eingeben? Der hier diesen Countdown-Kalender, den haben wir ja. Dann gibt es ja so Art Adventskalender hier noch. Dazu brauche ich nochmal so einen Countdown-Kalender und Candy Cane. Das kann ich ja nicht herstellen. Irgendwie bin ich gerade am überlegen, ob ich mir den einfach mal raushole, den Adventskalender, dass wir wenigstens die 24 mal öffnen können. Es ist Weihnachten. Na komm. Also muss ich hier im Laden öffnen, Cheats erlauben. So. Kann ich das nicht so reintun? Okay. Dann Adventskalender. Ich hoffe mal, ihr drückt da auch nochmal ein Auge zu, dass ich das mal so mache, weil heute Weihnachten ist. Genau. So, den tue ich mal hier hin. Today is Christmas. Krieg ich da nichts? Okay. Ich krieg sowieso nichts. Ist ja
Jetzt kriegst du einen Countdown-Kalender. Oh, dann hat das jetzt sowieso keinen Sinn. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. Einfach nur mal ausprobieren. Das sieht aber auch sehr, sehr lecker aus. Good Cake. Apfel, Melone, Ei, Weizen, Zucker und zwei Milch. Zwei Kannen Milch. Ja, hat auf jeden Fall schon was. Das hat auf jeden Fall schon was. Stehen die Creeper hier noch? Natürlich stehen die noch beide. Oder nur einer? Ich sehe jetzt nur den einen. Kann aber sein, dass da um die Ecke noch einer steht. Ja, wo gehst du hin? Da in der Ecke steht der andere noch. Ja. Einmal noch schlagen. Perfekt. Und der andere steht, wie gesagt, da in der Ecke. Komm her, komm her. Der springt da fröhlich herum. Autsch. Das war wohl nix. Ich komme mal von der anderen Seite. Der war doch genau da in der Ecke. So, und hopp. Die Terrasse ist gesichert. Was? Ein Creeper-Ornament. Ach, das finde ich ja toll. Finde ich wirklich toll. Ist ja lustig. Kann ich das jetzt so dran machen? Kann ich das hier mal so dran machen? Ja, perfekt. Kann ich auch am Tannenbaum dran machen. Das, dafür ist es momentan so dunkel. Na, ihr Lieben. Oh, ihr habt ja tolle Mützen auf. Habt ihr schon meine Mütze gesehen? Ja, bestimmt. Autsch. So. Da sind nur Erfahrungspunkte und Pfeile und Knochen. Mehr nicht. Oh, jetzt hier mit einer richtigen Lederrüstung. Ist ja stark. Also die Nachbarschaft kommt sogar schon an. Ohne Geschenke. So. Denken geht die Sonne auf. Sehr, sehr schön. Dann können wir gleich so langsam rausgehen. So langsam, aber sicher. Und gerade das sicher ist gut. Schön, dass hier auf der Terrasse kein Schnee liegen bleibt. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil wir halt hier nur Halbstufen, glaube ich, verwendet haben. Weil wir ja sparsam waren. So, Zeit zum Rausgehen. Okay, ja, Schwert habe ich noch ausgerüstet, falls irgendein Mob hier meint, mich angreifen zu wollen. Oh, hier auch eine schöne Schneelandschaft momentan. Hier ist noch ein Fleck ohne richtigen Schnee. Das da drunter ist ja nur eine wohl ja die Grastextur durch eine Schneetextur ersetzt. Hallöchen. Oh, wie die Sonne da scheint. Herrlich. Herrlich. So, dringt noch durch die Schneedecke so ein bisschen hervor. Sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr schönes Bild. So. Oh ja, wird immer besser, die Bilder. So, was will ich denn jetzt machen? Ich möchte den großen, großen Tannenbaum abbauen. Wir haben ja hier eine neue Axt bekommen, die nehme ich jetzt auch mal. Die andere, die wird ja nicht mehr so lange halten. Dann nehme ich ruhig mal die. Weil wir brauchen das ganze Holz. Und wir nehmen auch alles Holz. Und werden daraus Truhen machen. Das dauert natürlich jetzt ein kleines bisschen. Ist ja ein riesiger, riesiger Baum.
So, und alles runtergefallen, sehr, sehr schön. Jetzt kann da auch alles mit Schnee zugedeckt werden. Oh, so, was jetzt Dinge schöne bekommen. Sehr, sehr toll. Dann werden wir mal daraus jetzt Truhen machen. So viele wie ich kann. Was ist denn da dran? Was? Fragle. Fragile. Fragile? Keine Ahnung. Überall, glaube ich, dran. Oder? Nee. Nur bei den Grünen. Und weiter hinten lesen. Voll geil. Keine Ahnung, was das heißt. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Da habe ich so auch noch Truppenholzbatter. Ich nehme alles Truppenholz, was ich hier habe. Quatsch. So. Und dann mal da. Da, da, ja, jedenfalls da und ab 48, 53. Was jetzt an Button? Ja, mach ich mal 52, ist eine gerade Zahl. 52 Truhen haben wir jetzt hier. Rauchschutzprüfungen, Geschenkbrust. Aha. Meint also mein Texture Pack, dass es so heißen sollte. Okay, akzeptiere ich. Das sieht aber auch da mit der fliegenden Insel richtig cool. Es ist ja halt auch Nebel jetzt, sieht man ja. Mit der fliegenden Insel sieht man kaum, nur durch die Sonne sieht man das. Ich hier nochmal ein bisschen weiter weggehe. Nebel ist aber ausgeschaltet, richtig? Ja, genau, aus. Doch jetzt sieht man es wieder ein bisschen mehr. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wo gehe ich denn lang? Ich wollte da gar nicht lang. Ich will hier lang. Und die ersten Truhen setzen. Was ist eine Marder? Oder ein Wurm oder ein, ja, Ringwurm eventuell. Oh, hier drin ist es aber auch noch kalt. So, ich habe ja geplant, dass. Ach, Quatsch. Dann nehme ich jetzt mal wieder die andere Axt. So, hier kommen ja die Truhen dann hin. Und die setze ich einfach jetzt mal hin. Und um den Schnickschnack darum, da werde ich mich auch noch drum kümmern, zu gegebener Zeit. Aber muss ich die Fackeln da draufsetzen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, da ist es schon besser, hier nicht mehr. Wenn man merkt, wir bauen auf jeden Fall richtig, richtig viele Truhen. Dann mit den 52, die ich jetzt hier hatte, damit komme ich auf keinen Fall schön weit. Wo ist die Fackel hin? Da ist sie hin. So. Und hier ist wirklich kein so ein Schild dran. Nee. Komisch, was das Schild da zu bedeuten hat. So, und wir haben ja nicht mal die Hälfte. Und man muss ja bedenken, da kommt dann noch mal eine Ebene drüber. Oh doch, von der Anzahl der Truhen her haben wir auf jeden Fall dann genug. Denke ich, glaube ich, hoffe ich zumindest. So. Ja, da müssen aber natürlich noch einige Truppenbäume weichen. Das werden sie schon noch. Jetzt, was wir noch in dieser Folge jetzt machen, ist die Bäume da abholen. Obwohl, nee, das schaffen wir in dieser Folge auch nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt noch das unnötige Zeug ablegen, alles. Also das, was ich jetzt hier nicht brauche. So, die anderen Bretter hier. Da, da. Da nochmal rein. So, und Truppenholz-Setzdinge, die pflanze ich jetzt nochmal ganz schnell an. Ruhig hier beim Feld. So.
Also bei dem Feld, wo es vorher war. So, es ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Jetzt gehe ich wieder auf unsere schöne Terrasse und werde jetzt in die Aufnahmepause gehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnacht, einen schönen, frohen zweiten Weihnachtstag und kommt gut durch, dass wir uns dann morgen in Minecraft dann wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß euch noch, schalt wieder ein und ciao.